Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo. Wo ist die verdammte Bloodhound-Gang, meine Damen und Herren? Die waren krass, gell? Die, ich mochte die. Die waren so. Oder du hast ulkig. So einen komischen Musikgeschmack. Die waren ulkig. Wie kann man James Brown feiern? Ja. Sam Cooke? Ja. Aretha Franklin? Ja, Aretha vor allem, ja. Oder Aretha, wie ist sie? Aretha. Ey, was für ein Klugscheißer. Hey, erzähl weiter. Man merkt, dass die Deutschen, das stimmt. Ja, das stimmt. Du bist immer so ein Klugscheißer. Ja. Wie kannst du so Leute fahren und dann die Bloodhound Gang? Weil die, ich find einige Songs, boah, Along Comes Mary, then along comes Mary, 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 then along, das war schon fresh. Man muss, du bist halt nicht tolerant. Ich bin tolerant. Was deine Musik betrifft. Ich bin ein sehr toleranter Mensch. Guck mal, ich habe hier einen Kratzer am Knöchel. Wie ist das jetzt passiert? Das ist die Frage. Das kann ich leider nicht erzählen. Guck mal, es kann zwischen... Ich habe ein Kind gekämpft, mit so einem Baby. Und ja, so ein Kind gekämpft. Oder, wo auch diese Zuggeschichte, dass er sich in diese Fenster reingesprungen ist. Ey, stimmt, das habe ich immer noch nicht auf der Bühne erzählt. Das muss ich auch mal erzählen. Ja, du hast vieles, du testest aber viel. Ja, ich bin der Tester. Was hast du da auf deine Hose gemacht? Du hast gerissen, ein Loch. Ich habe doch kein Geld. Hast du einmal deinem Bruder eine Hose gekauft? Ich kaufe die 10 Hosen. 10 Stück. Na, okay. 10. 10. 10. Nisa. Ja. Es gibt etwas, was mich bedrückt. Ja, jetzt kommt's. Wirklich jetzt? Ja. Ich habe mir was abgespeichert. Ja. Dass ich das nicht vergesse. Aber ich muss kurz meine... Das muss ich leise machen. Sonst eng. Sonst erstmal, wie geht's? Wie läuft die Tour? Ist da irgendwie alles gleich? Die, oder? Tour, die Tour läuft gut. Ich bin zufrieden. Unsere Fans sind Killer. Ich glaube, dass ich besser geworden bin in dem, was ich tue. Ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will. Mhm. Aber ich bin mittlerweile okay. Ja, meine Damen und Herren, besucht mich auf Tour. Die nächsten Städte sind Wesel, Bielefeld, Mainz und zweimal in der Schweiz bin ich. In Liss und in Zürich. Oder wie die sagen, Zürich. Nix ne Grax ne Groxni, Wixni. So. Schnee Brax, der Grax, der Fox, der Knicksti. Schnee Back, ja, sag. Sag, was du sagen wolltest. Was war das für eine Sprache? Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. So reden die doch nicht. Doch. Die gehen so, ist der Grafsni ne Groxni, na Knacksni. Schnee Braxni, na Knacksni, ne Groxni. Nein, die doch, reden die reden so. Ich war doch da jetzt in der Woche. Ja, aber da ist doch kein deutsches Wort dabei. Doch, das ist doch den ihr Schweizerdeutsch. Das ist, die haben so einen eigenen Aber Sling. Reden langsam, ne? Nö, die reden, aber das ist alles so. Reden nicht so. So. Die reden wie so Tom. Hey, Nisar. Hey, Nisar, ne Groxni, ne Machsni, Groxni. Ist ne Braxni, Groxni, Knacksni. Ich sag's dem, ne Kruchsni, Machsni, Gufsni. So, was? Ich nehme mal krachste, groovste und dann dreht ich mir einen Schweizer Stand-Up-Comedian auf. Ja. Ich bin da, Mariano da, Halit ist da, Hamza ist da, schöne Grüße. Bruder, und der redet einfach Warum so. Warum grüßt du die Leute wieder? Nachher wollen die wieder herkommen. Ja, ich weiß, aber wir sind auch korrekt. Nicht, was hat mein wir Vater helfen gesagt? Behinderten. Nicht zu viel Gesicht geben. Ja. Bruder, wir kommen alle ganz normal, so, hey, was geht ab, meine Damen und Herren, reden so. Und dann kommt er einfach so, ich sag, krachst du, groovst du, was, nicht Griechski? Und dann lachen so, was passiert? Ich hab keinen Wort verstanden. Knackst, da kriegst du, kriegst nie ja. Alle. Lachen. Ja. So, alle reden. Ja, was so. Hast du frisch gemacht? Backstage. Ja, das war sehr ekelhaft. Ey, schade, dass ich nicht dabei war. Ich war sehr ekelhaft. Ey, und da sind Sachen, die irritieren dich. Du siehst einfach so einen Schwarzen, der gebaut ist, ohne Witz, wie Francis Ngannou. Und der redet so. Einfach so ein stabiler, schwarzer Brother. Und der ist so, ah, Nisar, grüßt, na krachst, na fachst, ni mix, ni. So, was? Wie unstaglich ist das denn? Ich Du gehst zum Asiaten, um Nudeln zu bestellen. Ja. Asiate, so, Jet Li. Ja, wie sonst? Ja. Der zeigt mir doch mal, er will doch mal so. Und der schreibt, wie die aussehen. Ja, Jet Li, so. Ja. Du hast ja, du warst so, und die so, snach krax, ne quaks, die krux nie mit den Nudeln, ne krax, die Soße, der Barbecue, krax nie. Also die sind richtig integriert. Ja, ey. Die reden sehr unstylisch. Ja, wie verstehst du den Veranstalter? Ich sag immer, sprechen Sie bitte Hochdeutsch, dann reden die. Können die? Ja, die können alle Hochdeutsch sprechen, aber wenn die unter sich reden, das ist so krass. Du verstehst einfach nichts.
Echt? Auch wenn er so auf die Bühne geht und Stand-up macht, dann macht er einen Stand-up auf Schweizerdeutsch. Ich schwöre. Stach kraxi mit ne Use, da kommt der Kriegsti do! Und dann lachen alle. Ey, du bist krank, Alter. Der lässt immer nur verbrannte Erde, wo du bist, ne? Und wo du jetzt mit den Leuten da 4 Tage warst, yeah, sind es wieder deine Best Friends, die sind alle korrekt. Yeah. Ja. Ich glaube, Nisa länger jemand mit. Ey, Rita, es gibt eine Formel mit Nisa. Ja. Ist Nisa 3 Tage mit jemandem permanent unterwegs? Ja, wenn er nett ist, die sind noch nett. Nein, warte, dann kommst du in die erste Phase, nach 3. Ja. Die heißt dann. Bruder, du hast 5 Stunden mit dem Dings telefoniert, hast direkt dich zu deinem neuen Bruder gemacht. Ey, ich habe mit dem 4 Stunden ja, telefoniert, der hat uns gerettet, der hat uns krass breit. Warte, 3 Tage, danach sagt er. Ich schäme mich mit dem, du telefonierst, das reicht mich nicht. Nein! Weil es nicht schön will. Der sagt, ey. Mach dein Mikro zu dir, bist du James Brown. Schnapp mir der krankste, genugste, warste Gieste. Oder nach 3 Tagen sagt er, ja, ich mag den. Oh, das ist voll korrekt. Nach 4 oder 5 Tagen chillen, ne? Sagt er, ey, ich hab den ins Herz geschlossen. Wenn's ab 6 Tage, ey, ich hab was Privates. Das ist so gestört, der Typ. Ey, Nisa ist ein Phänomen. Man müsste ein Buch über dich. Ich will so ein Buch haben von Nisa. Ja, wo alles so reinkommt. Du warst auch in der Schweiz. Ja. Yeah. Wie war es für dich dort? Ja, Shisha war so Katastrophe. Shisha war ganz Katastrophe. Raus, 2 Shishen, bist einfach arm. Teilzeitjob weg. Was ist das für Preise da? Ich nehme immer ab in der Schweiz, weil ich nicht esse. Was isst du denn da? Nix. Ich mach Wasserfasten. Intervall. Wasserfasten, ich trinke nur gerade Wasser. Das ist teuer, ne? Ja, das ist echt teuer. Aber ohne Scham. Kennst du das, wenn du gehst an die Kasse, du kaufst eine Flasche Wasser. Die nimmt dir den Preis. Das ist viel zu teuer, aber du schämst dich zu sagen, nein. Nee, das kenne ich nicht. Das ist mir einmal nur in München passiert mit dem Pulli. Ey, wo du gelacht hast. Ey, das war die beste Story der Welt. Ey, ich finde, ey Leute, guck mal, das ist die beste Geschichte. Das war so asozial. Das war asozial von dem Mädchen. Ey, aber guck mal, ich bin irgendwo in München, wir haben uns getrennt im Laden. Dann bin ich, musste was erledigen. Dann bin ich wiedergekommen. Ich weiß, darf ich den Laden sogar nennen? Ja, klar. Oder ist das irgendwie... Aber du machst Werbung für die. Ja, stimmt, ich nenne den Laden nicht. So, und Schein musste kurz alleine bleiben. Ich war weg, hab kurz was erledigt. Und ich hab gesagt, ich guck mal ein bisschen rum. Ja, genau. Dann kam ich wieder und dann habe ich ihn gesucht. So, und dann hat eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, die uns erkannt hat. Erstmal alleine war sie und dann kam sie zu dritt. Ja, genau. Die haben dich dann so bearbeitet. Das habe ich aber nicht mitbekommen. Ja. Ich komme, ich suche ihn die ganze Zeit. Die Mitarbeiter, die da sind, erkennen mich und wissen, dass ich dich suche. Die kennen uns ja. Dann sagen die zu mir, du suchst deinen Kollegen, der ist da. Dann sage ich, du weißt doch gar nicht, wen ich suche. Und dann ich so, doch. Ne? Und dann sehe ich Schein, so Sachen aber anprobieren und die Verkäuferin zeigt ihm so Sachen. Und dann sage ich zu ihm, ich mache ihn noch dumm an, sage ich, Alter, wir waren 5 Minuten weg, du kaufst sie wieder voll ein. Er so, zu meiner Verteidigung, ja. Ich habe ja in der Umkleidekabine, das macht jeder von uns, du nimmst erstmal und deine Umkleidekabine, dann guckst du auf den Preis, auf den Schild und dann sagst du, entweder die Größe passt mir nicht aber, warte, die Story oder ist irgendwas. Jetzt kommt ja die geile Punchline. Dass man Bescheid weiß. Und er sagt, warte. Dann redet er irgendwann mit dem Mädchen und dann zeigt er ihm so 3 Pullis und dann sagt er, ja, ich will nur der Pulli gefällt mir, der passt mir irgendwie am besten. Dann nimmt er diesen Pulli. An der Kasse erfahre ich, wie teuer dieser Pulli ist. Das Mädchen, ich so, yo, was ist das? Der ist einfach ein Millionär, der Typ, ne? Und dann pushe ich den. Die geht's weg. Ich sag so zu ihm, ey Junge, wir waren 3 Minuten weg, wieso kaufst du direkt einen Pulli? Er sagt zu mir, du dummer Affe. Du hast mich alleine gelassen und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und die haben mir so 10 Pullis angedreht. Ich habe das günstigste genommen, damit, weil ich mich geschämt habe, nee. Charge zu nehmen. Das war hart. Ey, das ist so krass, Junge. Die sind wie Hyänen, die greifen direkt an. Und die sagt, ich habe noch Rabatt gemacht. Für den Pulli. Aber man schämt sich zu sagen, nee, ich will nichts. Das Problem ist, der stinkt. Der Pulli? Wonach? Ich weiß nicht, ich habe den einmal gewaschen, seitdem stinkt der. Der hat so einen komischen Geruch, so. Auf Wolle, die Wolle gefurzt hat. Mhm. Ja. Hast du schon mal ein Schaf umarmt? Nein. Ich habe noch kaum Tiere in echt gesehen. Zoo war ich vielleicht 3-mal in meinem Leben. Als Kind und jetzt mal vor 5 Jahren oder so. Ich feiere das auch nicht. Du hast vom Zoo nichts.
Nee, hast du auch nicht. Aber Schafe sehe ich immer beim Schlachten. Schlachtest du Schafe? Nicht nur. Wie der redet, ob der so ein John Wick-Trailer wäre. Ja. Du hast ein Schaf geschlachtet, das ist nichts Besonderes. Na und? Erstmal der redet darüber, ob der aus diesem Hotel Continental daraus gekommen ist. Erstmal habe ich schon mehr Sachen als ein Schaf geschlachtet. Ich habe schon Karrieren von anderen Comedians geschlachtet. Ist ja nicht schwer. Ja, das stimmt echt. Außerdem, ich schlachte öfter Tiere. Ich habe doch so einen kleinen Bauernhof. Das stimmt nicht. Doch. Warum waren wir noch nie da? Ja, ich habe ja Mitarbeiter, ich muss ja nicht dahin fahren. Ja, aber du, guck mal, wie oft war ich bei dir? Ja, bei mir. Muss ja, ich mit zu meinem Arbeitsplatz nehmen? Warum hast du nicht einmal gesagt, ey, ich habe einen Bauernhof? Ja, weil du sagst doch selber, du bist nicht so ein, weißt das nicht so, Tiere. Du lügst. Nein. Wie, das eine Geschichte? Nein, ich habe einen kleinen Bauernhof, ich habe den geerbt von meinem Großcousin. Seinem Großcousin? Warum soll dir was vererben? Ich dachte, du hast deine Familie. Ja, was? Ja, aber es gibt einzelne Fälle, mit denen ich... Das ist korrekt. Ja, okay. Ist die irische Seite oder die tunesische? Schau mal, du wirst halb Ire, halb Tunesier. Ja. Was ist das für eine Mischung? Ekelhaft. Aber ganz Tunesier ist auch scheiße. Nein, ich habe doch einen Bauernhof. Ich habe doch da gearbeitet. Ich bin aufgewachsen auf dem Bauernhof. Ich kenne mich mit allem aus. Und ab und zu gehe ich noch dahin. Ich habe ihn geerbt bekommen, okay, mit Mitarbeitern. Okay, warte mal. Aufgewachsen, was heißt das? Okay, wovon lebe ich? Wovon konnte ich leben die ganzen Jahre? Von diesem Bauernhof. Okay, warte mal. Ja. Wer hat da gearbeitet erstmal? Wie, wer hat? Ja. Das hat mein Großcousin gehört. Und wer hat da noch gearbeitet? Seine Mitarbeiter. Ach, die so. Habe ich auch mitgeerbt. Okay. Also die Arbeiter sind da gewesen. Also dein Vater hat 25 Jahre einen krassen Job gehabt. Ja, mehr. Oder 30 Jahre. Ja. 40 Jahre. Ja, 40 Jahre, ja. Hat einen krassen Job gehabt, dass du überdurchschnittlich gelebt hast und du hast dann trotzdem Bauernhof aufgewachsen. Ja, klar. Was hat das für einen Sinn? Ich bin da aufgewachsen, weil ich da immer gechillt habe mit den Kindern meines Großcousins. Die sind von dir was? Was sind die Kinder deines Großcousins? Das sind ja der Cousins dritten Grades. Zweiten Grades. Hast du ein Foto? Von was? Ich bin kein Fototyp. Ich habe ja von meiner Oma kein Foto. Existiert die jetzt nicht. Okay. So, dann habe ich da immer gespielt. So, irgendwann ist mein Großcousin erkrankt. An was? An BSE? Nein. 2002. An der Schweinegrippe. So. Und dann hat er, weil ich immer ein cooles Kind war, mir diesen Bauernhof vererbt. Okay, alles schön gut, die Geschichte wieder. Ja. Warum hast du noch nie was davon erzählt? Guck mal, ein Mann... Guck mal, ich finde nicht, dass man sein Privatleben offenlegen sollte. Ja, nicht hier. Warum hast du nie was erzählt? Ja, es ist so unwichtig. Wie unwichtig? Macht mich das als Mensch aus, dieser Bauernhof? Das ist so ein Bauernhof, der nebenbei läuft. Du hast mir erzählt, wie Master P ein Interview gemacht hat. Wenn der weiße Mann mir 1 Million gibt, bin ich 10 Millionen wert. Diese Dinge erzählst du, die kein Mensch interessieren. Aber Bauernhof. Ja, aber hätte ich das interessiert? Okay, was hätte das geändert? Hätte ich gesagt, ich habe einen Bauernhof. Ich hätte bei dir mein Schaf gekauft. Hättest du? Ja, klar. Willst Schaf? Hast du schon mal eins gekauft? Nein. Ja, also. Ja, aber ich würde dich da unterstützen. Ich schenke dir ein Schaf. Okay, als ich bei dir ein paar Mal essen war bei deiner Familie, wurden wir eingeladen. Ja. So. Diese Tiere sind alle von meinem Bauernhof. Warum hat es keiner von deinen 35 Geschwistern? Wir sind kein Angeber. Doch. Ey, krass, gell? Du würdest jede Polizeikontrolle rauskommen. Ey, ich habe einen Bauernhof. Nee. Kleinen, doch, ich kann nicht sogar die Anzahl der Tiere nennen. Und wie viel? Ich habe circa 40 Schafe. Okay, was noch? 12 Kühe. Hm. 100 Hühner. Und so 10 Hähne, die Hühner decken. Was ist denn Lüge? Doch, ich verkaufe doch auch Eier und so, Bio-Eier. Ich habe auch so einen Lieferant, der die so ausliefert. Ja? Ja. Also guck mal, wenn das stimmen würde. Ja. Warum? Hast du dich schon mal Eier kaufen sehen? Ja, das wollte ich gerade sagen. Letztes Mal, wo wir im Rewe waren. Ja, ich muss doch testen, wie die im Vergleich zu meinen Eiern sind. Konkurrenz. Verstehst du? Gott. Das ist wie wenn dein Comedian zu einer Comedian in die Show geht. Du guckst, was der macht. Ja, aber deine anderen Kollegen klauen ja schon vom Internet. Ja, genau.
ich habe, guck mal, jetzt ernsthaft, ich besitze einen Bauernhof. Ich zeig ihn dir nichts mehr. Was sagst du dann? Du glaubst nichts, alles muss man dir immer beweisen. Bruder, weil du Sachen immer... Guck mal, dass du das wirklich hast. Ja. Guck mal, weißt du, warum ich nicht direkt sage, du bist ein absoluter Lügner? Ja. Weil du schon öfters bewiesen hast, so... Der MTV-Crips-Produzent, der war bei mir im Auto. Ich war mit dem im Sky in Bonn. Mhm. Das ist so banale Sachen, sind schon in deinem Leben passiert. Oder so komische Sachen, die man niemals glauben würde, dass Faisal Kawusi seine Sets selber geschrieben hat. Seine Bits. Das sind so willkürliche Sachen, die einfach passieren, dass man gar nicht weiß, ist das... Ist das wahr oder nicht? Das ist geil. Das ist echt absurd. Das ist echt absurd. Ja, aber guck mal, ich habe einen Bauernhof. Okay, ich mache dir ein Angebot. Ja. Ich schlachte ein Schaf für dich und bring dir das nächste Mal. Wo soll ich wissen, dass du nicht einfach gekauft hast irgendwo? Denkst du, ich lüge dich an? Bei diesem kleinen Bonner VIP-Land, dieses High Society. Wie ist der? Ben Fresh oder so? Nee. Nee, das ist doch ein YouTuber, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Dieser Laden. Ah. Wo wir einmal waren. Haben wir da Fleisch gekauft? Ja. Du meinst Maimun. Kann sein. Auf jeden Fall habe ich einen Bauernhof. Ich zeig dir nichts mehr. Was findest du schöner? Sehr ehrlich. Ja. Bobbin? Ja. Oder Koblenz? Bonn. Magst nee, du? Obwohl jetzt, wo ich älter bin. Okay, deine Jugendzeit. Ich habe so, hab halt so eine Bindung von damals da. Aber jetzt. Kann man sagen, dass du so ein Bonner Junge bist? So viel, wie du da aufgewachsen bist? Boah, ich bin da mittlerweile komplett... Früher ja, jetzt nicht mehr. Früher ja, jetzt gar nicht mehr. Du bist eigentlich so ein richtiger NRWler, ne? Ja, da hab ich halt bin ich komplett aufgewachsen, also komplett. Da gechillt, nachmittags, mittags, dann irgendwann da gewohnt. Ja. Das kann man sagen, ja. Ja. Aber jetzt seit ein paar Jahren halt, jetzt im Erwachsenenalter... ruft dich die Dorfmentalität immer zurück. Und, Ey, weißt du, was krass ist? Das kann man ja auch mal hier erzählen. Das war das krasseste ever. Guck mal, das weiß ja niemand, ne? Keiner weiß das eigentlich. Dass Nizar, als ich dann, dass wir gesehen haben, oh, das funktioniert doch nicht so, wie wir wollten mit unserer Karriere, haben wir uns ja entschieden, zurückzugehen. Ja. Zu unseren Familien. Ja. Und sagen, okay, guck mal, wir haben es nicht geschafft. Bevor wir aber das gemacht haben, haben wir eigentlich eine Wohnung gesucht zusammen, ne? Ja, in Köln. Erinnern, ja. Wollten eigentlich nach Köln zusammenziehen. Und dann hat er so ein Gruselhaus gefunden, wo so eine Alte verstorben ist. Und ich soll da schlafen. Und ich sage, bist du behindert? Der ist so, übertreib mal deine Lage nicht. Ich sage noch so zu dem Typen, wo ist denn deine Mutter verstorben? Der ist so direkt hier. Und er so, das wird dein Zimmer. Ich so, nee, ganz bestimmt nicht. Was wollen sie mir antun? Das hat einen Garten. Das ist mir egal, die Mutter ist da. Nee. Ey, das war schon geil. Ey, stell mal vor, wir wären da echt eingezogen. Was niemals ich zugelassen hätte. Ich glaube, wir wären nicht da, wo wir sind. Dass wir zurück zu unseren Eltern kurzfristig mussten, das war das Beste, was uns passieren konnte. Denkst du? Ja, im Nachhinein. Aber guck mal, ich werde zurück nach Bonn gezogen. Ja. So, was hätte ich da gemacht? Ich wäre noch weiter von dir entfernt, dann wäre ich wieder da in irgendwelche Partyszenen abgerutscht. So, aber so war ich gezwungen wieder zurück ins Dorf, Alter, wo nichts geht. Ich war näher zu dir. Ja. Das war eigentlich das Beste. Ich höre, sonst wäre ich wieder am Bonn versauert, weil in meiner ganzen Jugend und so, da habe ich nichts gemacht. Ihr versauert nicht. Ja, aber ich hätte einfach nur so mein Leben genossen. Also guck mal, diese 6-7 Monate NRW. Ja. Das war ja so eine Findungsphase. Künstler brauchen sowas. Ja, genau. Deswegen haben wir 6-7 Monate nichts gemacht. Ja, genau. Nur gechillt. Genau. Selbst Künstler müssen sich immer selbst finden. Ja, das verstehen die Leute aber nicht. Ja. Künstler braucht so eine Pause. Genau. Aber ich denke mir, was wäre geworden, wenn wir so in Köln geblieben wären? So. Boah, da wären wir auch abgestürzt. Die wären abgestürzt. Wir hätten mit nur so über. Wir wären abgestürzt. Also jetzt nicht so Heroin gespritzt, ne, bevor die Leute, was schon für uns abstürzen ist. Du wärst YouTuber geworden. Nein. So abstürzen auch nicht, so ein bisschen, ne? Danke.
Ja, guck mal. Du bist was anderes. Du bist was anderes. Ja, ja. Doch wirklich. Hat man heute gesehen. Ja, das ist krass. Ich schwöre, du bist was anderes. Ey, aber krass, ne? Was eine Zeit. Ja, ist echt. Ey, manchmal denke ich darüber nach und ich sage, ey, das war noch nicht wahr. Manchmal kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so wahr ist. Wir sind ganz anders jetzt, ne? Aber das ist halt das Älterwerden. Aber manchmal blickt man schon zurück und denkt, guck mal jetzt, diese... Ey, du weißt, wo ich Nisa kennengelernt habe? Sag ich, ey, Bro, hast du Online-Banking? Ich muss was überweisen. Sagt er, hab ich nicht. Ich sag, wie kann man kein Online-Banking haben? Sagt, brauch ich nicht. Und dann irgendwann hast du es gemacht? Nein, das war nicht Online-Banking. Was war das sonst? Online-Banking hatte ich immer. Wahrscheinlich sogar vor dir, weil ich älter bin als du. Das war nicht Online-Banking. Doch, das war nicht Online-Banking. Was war da? Irgendwas hast du nicht gehabt, was ganz normal ist? Ja, ich weiß. Warte, was war das nochmal? Das war aber nicht Online-Banking. Etwas, was ganz normal war. Ja, ich weiß. So, hä? Was war das nochmal? Ein Führerschein? Nee, ich bin noch nicht immer. Ey, du hast es geschafft, mein Auto dreimal abschleppen zu lassen. Ja. Aber an der gleichen Stelle. Ja. Das hat so weh getan, das Geld damals. Und einfach nur, weil der zu faul war. Boah, das hat so weh getan. Das kannst du nicht vorstellen. Wie viel hat das eigentlich gekostet? Immer so, ich glaube, um die 400. Boah, das hat so weh getan. 300 noch was immer. 380, 370. Boah, hat das weh getan. Das hat mich so aufgeregt. Vor allem, weil es so unnötig war. Der hat einmal 20 Euro verloren, Reda. Der ist 9 Tage nicht rausgegangen. Und immer mit deinem Supermarkt, wo du hingelaufen bist. Ey, ich habe so viel Geld verloren. Weißt wie du, kann man, weil du nie ein Portemonnaie hattest. Ja, weil ich mein Portemonnaie immer verloren habe. Dann fing ich an, nur Geld zu haben. Und dann habe ich dann auch mal verloren. Ey, ich habe so viel Geld verloren. Weißt du noch, wo ich dachte, ich habe diese 1000 Euro verloren. Letztens so ein Reda und dann nur so Reda. Reda, hilf mit suchen, weil das hat dann 3 Monate Depression. Ich so, kommt der Podcast fällt aus. Der fällt der Podcast aus. Und dann hast du die gefunden? Ja, ey, ich habe so viel Geld schon in meinem Leben verloren. So aber wie Ausweis. Kommt das? Ich bin verstreut. Und was ist mit so einer Kette, die so an der Hose ist? Das ist so unstylisch. Jetzt siehst du ja, guck mal, aber das System, das ich mir angeeignet habe seit Jahren, ich verliere nichts mehr. Also ab und zu verliere ich noch was. Aber, wie ist es, ich besitze kein Portemonnaie. Ja. Und ich, mein Geld und mein... Du hast erstmal 2 Portemonnaies. Warte, das sind nur so kleine Fächer. Eine ist mit Scheinen. Ja, guck mal. Und das, so merke ich mir das. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann nehme ich mir das raus, was ich brauche. Mhm. So kann nichts passieren. Ich bin immer safe. Schön, dass du sagst. Schneid mal das raus, bitte. Oder piep das einfach. Ja, piep. Einfach nur piepen. So, wir mussten jetzt was piepen, die Sarah irgendwas Privates erzählt hat, was sie zum Gehängnis wird oder Verhängnis. Stop, I want waterfalls and need you on a drop. Supremes, stop in the name of love. Ach so, ja. Before. Was habe ich gesagt? So ähnlich. Waterfalls. Before you break my heart. Ja, Mann. Aber krasse Geschichte. Ja. Stell dir vor, wir wären nach Berlin gezogen. Wir waren ja für Streuner. Wir wussten ja nicht, wohin. Du wolltest uns. Das hat mich so aufgeregt damals, wo das, ey Bruder, ich überlege. Das stimmt nicht. Doch, das hat mich richtig aufgeregt. Ich überlege. Das habe ich mal einen Tag gesagt. Oder ich überlege mal kurz, ich überlege mal nach Berlin zu ziehen, das, ich bin da vernetzt und so. Nicht so, nein, niemals. Ich wollte das richtig aufhören. Ich wünschte, ich hätte die Knie gebrochen. Jo. Nein, da wäre auch dieser Podcast nicht entstanden. Wärst du da hingezogen. Ey, weißt du, was mich aber richtig noch flasht? Ein Jahr oder 1,5 Jahre vorher, lass es sogar 18 Monate bis 2 Jahre vorher sein, sagt er zu mir, ey, lass mal einen Podcast machen und ich sag einfach nein. 2 Jahre vorher sagt er so, ey, lass mal einen Podcast machen, in Amerika ist voll groß. Ich sag, Bruder, wer hört sich in Deutschland hier 2 Stunden jemanden nur labern an? Ja, ne? Wo wären wir jetzt, hat mir das gemacht. Ja. Ich bin immer schon so ein... Das ist jetzt gelogen. Boah, ich hab dir einmal einen Hype gegeben. Irgendwas, der sagt so, ob er so visionär wäre. Egal, was man sagt. Bruder, lass mal die Treppe streichen. Nee, ich denke nicht. Das ist schon krass, Alter. Was ist jetzt auch überlegt? Was wäre passiert, hätten wir wirklich 2 Jahre vor dem Podcast gemacht? Dann wären wir jetzt die krassesten. Denkst du? Ja. Weil da gab es schon ein gemischtes Hack? Nein. Als ich dich gefragt habe, gab es hier noch nicht, nein. Also es gab kaum Podcasts. Okay, aber den gab's, Jan Böhmermann. Ich guck. Doch, die gibt's ja seit 2012 oder 2013. So. Warte, wir gucken. Guck mal, was ich sogar auch überlegt habe, wenn ich nach Bonn gezogen wäre, ne? Ja. So wie ich es wollte die ganze Zeit. Ich bin kein Mann, wenn ich die Stellen ziehe. Mhm. So. Ob,
Guck mal, jetzt ist es auch entspannter für mich, hier hinzukommen. Warte, gib mich das Hack. Stop in the name of love before you break my... Wann habe ich dich das erste Mal gefragt? 2017, ne? Ja. Und die gibt es auch seit 2017. Das heißt, wir wären so kurz nach denen gekommen. Aber krass, ne? Der hat mich schon 5 Jahre im Podcast. Ja. Aber weißt du, was interessant ist? Dass man, wir in einer Zeit angefangen haben, wo es wirklich Podcast noch keinen interessiert hat, fast. Wir kamen gerade in diese Phase rein, wo es angefangen hat, populär zu werden. Ja. Und jetzt machen es sehr, 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 sehr viele. Ja, jetzt macht ja jeder was. Und dann kamen ja irgendwelche YouTuber, die jetzt so 6 Millionen Abonnenten haben. Lass mal einen Podcast machen. Ja, aber viele sind auch, haben das nicht durchgezogen. Weil die sind, es gibt einige, die haben es geschafft. Die haben die haben den Sprung von YouTuber zu erfolgreichen Podcastern geschafft. Gibt's. Jane Aria. Oder wie die sagen, Jane Aria Lee. Und ja, Analytics. Die Analytics. Analytics. Also, warum reden die so? Ja, weil die so auf Amis machen. Aber der andere ist ja ein Ami. Ja, aber der eine ist ein Iraner. Ja, das verstehe ich echt und nicht. Und er sagt, my name is Aria Lee. So. Der ist genauso wie Spill the Tea. Ja, ja, so ein Iraner ist das. Schöne Grüße an die Jungs. Und, aber Aria ist stylisch, finde ich. Die haben es geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass sie... Die haben's. Denkst du? Ja, ja, die haben es geschafft. Die haben auch eine ganz andere Community. Weil die Leute, die ihre YouTube-Videos gefeiert haben, ich denke nicht, dass die gleichen sind, die ihren Podcast hören. Die haben es geschafft. Aber genau wie die zwei jetzt sehr erfolgreich sind, gibt es mehrere YouTuber, die den Sprung nicht geschafft haben, weil sie ihre... Es gibt auch Rapper, die Podcasts angefangen haben und nicht durchgezogen haben. Gibt's ja auch. Oder jemand, es gibt auch Rapper, die einen Podcast sehr lange durchgezogen haben. Zu lange. Und der ist so behindert. Und viele kommen, Uncle D hat jetzt auch einen Podcast. Na krass, fährt er auch mit dem Jet rum und fliegt. Der ist so behindert. Ja, wie lange geht denn der Podcast noch? Reicht doch. Ja, guck mal. Kannst du nicht irgendwann sagen, ey, stopp? Was willst du sagen? Der schneidet eine Folge in 18 Sekunden. Ja, aber Bruder. Blocks ist dein krasser Brater. Nein, guck mal, 2 Tage geredet. Ja. Ich hab 2 Tage telefoniert. Mhm. Ich will das mal wirklich analysieren. Ich hab 2 Tage telefoniert. Ja. Wie lang ging so ein Gespräch? Die ging schon lange. Ging schon lange. Wir haben 3 Stunden. An einem Tag? Ja, vielleicht sogar 4. Okay, sag 2 mal 4. Genau, 8 Stunden. 8 Stunden. Ja. Habt ihr telefoniert? Ja. Wie war die Kommunikation? Hast du nicht gefragt, ja, wie willst du das jetzt posten? Nein, ich dachte, die. Aber du musst Folgen, ja irgendwas gefragt haben. Guck mal, die Folgenblocks, dachte ich, sind so, wie sie immer beendet haben. Weil wir haben ja extra immer so Cuts gemacht. Jede Stunde, jede 1,5. Ich dachte, das wird so. Okay, warte mal. Ja. Ihr habt nach einer Stunde einen Cut gemacht. Ja, das haben wir dann immer bewusst gemacht. Ja, wir meinen jetzt. Ja, aber das ist legitim. Ja, nach einer Stunde, nach 1,5 ungefähr. Manchmal nach 45 Minuten. Das heißt, es wären dann 8 Folgen gewesen. Alles zusammen? Ja. 8 Folgen. Max. Und das wäre so prägnant. Stylisch. Stylisch, 8 mhm. Folgen, 1 ja. bis 8. Bei wie viel der Folge sind wir jetzt? 4 Monate. Boah, wie viele Folgen sind das? Warte, der Podcast. Der Podcast von Animus, gucken wir mal. Der hat einfach hinterhältig einen Podcast mit dir gegründet und hat dich verarscht. Ja, das 35. hat er nicht. 35 Folgen. Und der ist noch nicht fertig. Ich denke mir, was habe ich erzählt? Was habe ich gefragt? Ey, ist das lustig. Ja, ey, guck mal. Animus. Animus, Alter. Bei aller Liebe, wir wollen alle Fame. Wir wollen alle Karriere machen. Aber übertreib deine Lage nicht. Übertreib nicht nur, dass du mit mir die Folgen aufzwingst. Du hast noch einen Podcast gegründet, Alter. Wohin mit dir? Alter. War ein bisschen langsam. Hab doch ein bisschen erklärt. Ja, hast du keinen Respekt? Ja, du hast ja nichts gelassen. Ja, du hast nichts gelassen im Podcast geben. Du bist direkt so reingesprungen. Alter. Wenn man irgendwo reinkommt, man kommt mit Anstand rein, man fragt nach, ey, kann ich mich hier hinsetzen? Ne? Wie geht's? Der kommt, der will alles übernehmen. Schneid doch die Folgen mit deinem neuen Partner auch so. Dann macht er das nicht. Schneid doch da 3 Minuten Folgen. Ja. Um das Trading zu pushen.
Oh Mann, ey. Oh. Ey, war das lustig. Oh. Ich bin gestorben. Boah. Sag ihm mal was. Bitte, sag ihm, der soll aufhören damit, bitte. Wen? Animus. Ey, Animus. Bitte. Guck mal, ich gucke in die Kamera. Ja. Guck mal, Bro. Alles, was zu viel wird. Ja, ist nicht gut. Ist nicht gut. Übertreibung. So. Ist das. Hast du es nicht mit den Labels gemerkt? Ja. Der ist gewöhnt, etwas so. Warum ziehst du das so lang? Reicht. 8 Folgen, vielleicht wäre dieser Podcast in die Legende eingegangen. Ja, es wäre so ein Legenden-Podcast geworden. Dieser Folge, also Trading. Machst du Trading? Nein. Warum? Du kannst 600 Millionen finden. Passt auf, Oskar. Passt auf. Fallt nicht auf jeden rein. Ja. Hose runter, Podcast. Als du das gesehen hast, was dachtest du? Ich dachte, boah, der arme. Ey. In 3 Jahren hat er so 9 Podcasts. Überall, jeden Tag kommen so 14 Folgen. 14. Aber es ist eigentlich schlau von ihm. Er macht so mehrere Streaming-Incomes. Macht er. Krass, ne? Was denkst du, wie der nächste Podcast heißt? Hemd zu. Hemd zu Podcast. Boah. Hemd zu. Animus, das uns zerstört. Ich schwöre. Ja? Hast du Angst, mit ihm nochmal zu telefonieren? Ja, guck mal, das Schlimme ist. Ne? Das Gespräch wird lang. Ich höre, wenn es klingelt, ich krieg so Angst. Ey, ist das geil. Krass. Guck mal, die Gespräche sind ja eigentlich interessant. Ich habe so alles gefragt. Das hätte so voll interessant werden können. Mhm. Okay, wie würde euch das stellen, wo ihr guckt eine Serie und die ist so nach allen 3 Minuten hört die Folge auf? Ja, irgendwann kriege ich Hass. Ja. Hast du dir eine Folge mal angehört? Nein. Ehrlich jetzt? Nein. Aber du weißt genau, was sie geredet haben? Ja, ungefähr. Aber sonst weiß ich nicht. Ich bin auch voll disconnected, wie Jay und Arya sagen. Analytics. Ja, ich bin. Also die Leute sagen ja, dass du kritische Fragen stellst. Ja. Kritische und du bist auch nicht so ein Typ, der alles nicht glaubt. Nö. Da hab ich gesagt, echt? Dieser glaubt nicht alles? Nee. Ich bin voll skeptisch, aber viele kritisieren ja auch und sagen, ja, der stellt aber nicht die und die Fragen, man merkt das denn nicht so an. Ja, ich bin jetzt nicht drin, dieser Rap-Gossip ist ja jetzt nicht mein Leben. Mhm. Ich hab jetzt nur so daher gefragt. Die Sache ist jetzt, Moos hat mich ja angerufen, beziehungsweise geschrieben, weil ich bin nicht dran gegangen. Und hat gesagt, ey, wir müssen noch das Bushido-Thema fertig machen, weil das haben wir noch nicht fertig gemacht. Und ich habe jetzt Angst, dass ich dem wieder so 3 Jahre meines Lebens schenke. Weißt du, ich überlege, wenn ich. Bitte mach's nicht. Weißt du, ich überlege, wenn ich dir telefoniere. So ganz anders zu sein als bisher. Ja, wie war das mit Bushido? So und so? Ah, okay, ja, ciao. Hat jetzt keine anderen Fragen gestellt? Nö. Ich glaube, dir ist so. Damit das einfach so fertig ist in 4 Minuten. Ja, aber man muss ein bisschen Respekt vor den Zuschauern haben. 3 Minuten schon hart, 6 Minuten, 8. Bruder. Ich schneide meine Zehennägel länger. Viel länger. Ja. Ich brauche 15 Minuten. Ja. Wenn man das schön macht. Ja, was soll man machen? Nicht jeder kann ja so einen erfolgreichen Podcast haben wie wir. Ja, das stimmt. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Andere schneiden ja. Auch Jay und Aria, ne? Verstehe ich nicht. Ja. Die schneiden jedes Wort. Ja. Ist das auch bei der Audio? Weil sie intelligenter sind als wir. Die lassen nicht den Schrott drin. Die wollen sich nicht schaden selber. Aber denkst du, die reden so 3 Stunden und schneiden nur einen rein? Oder 2? Oder ist es wirklich das ganze Gespräch, aber es werden nur so diese unnötigen kleinen Momente? Weil es ist ja wirklich jeder Satz. So, hi, ja, hi, wie geht's? Nee. Okay, alles ja, klar. Ja, das ist bei, ja, ich glaube, also jetzt ohne. Also es ist kein Hate oder so, nee, jeder macht das so, wie er will, aber. Ohne jetzt darauf herabzublicken, aber ich glaube, die haben vielleicht keinen coolen Erzählfluss. Oder wollen so perfekt sein, oder? Oder vielleicht ist es auch dieses YouTube-Ding. Weil ja, ich glaube auch, weil die von. Weil bei YouTubern hat man damals immer gesehen, das hat auch damals Valulis so geil kritisiert. Ja. In einem Video, der hat gesagt, dass YouTuber, das man bei denen sieht, die können nicht mal einen coolen Monolog führen. Die können ja nicht mal so 3 Minuten durchreden. Jeder Satz ist gecuttet. Hi, mein Name ist Nisa. Cut. Was ich euch heute erzählen wollte, ich habe für euch heute dabei. Cut. Denn ich war da. Ich habe uns nicht durchzusprechen. Das Lustige ist, ich habe das nie gemacht. Auch in meinen Straßeninterviews nicht. Ich habe immer einen schönen Satz gelassen, nur wenn man ein Versprecher war. Dann damals war ich ja in diesem Management und dann haben die zugesagt, nein, wir haben in den Analytics Analytics and
Ariel Lee von Wisconsin. Haben wir gesehen, dass das mehr Erfolg ist. Und dann haben die so 6-7 Videos haben wir so geschnitten. Ich muss sagen, am Ende des Tages hat das nichts verändert. Nur, dass ich selber davon genervt bin. Ja. Weil ich gucke mir selber gerne was an. Guck mal, wenn wir jetzt den Podcast, also den Podcast, jetzt ohne uns größer zu stellen als andere, das hat nichts mit anderen zu tun. Ja. Analytics nur uns. Ja. Ist, boah, manchmal reden wir 45 Minuten, wenn man das sauber rausschneiden würde, hätten wir 28 Minuten eine perfekte Show. Ja. Weil vielleicht 12 Minuten ein bisschen überlegen. Ja, genau. Aber ich glaube, das macht uns ja auch aus. Ja. Ich mag auch nicht diese Cuts. Weil dann habe ich immer das Gefühl, ich habe keine Skills. Ich kann nicht durch ein Gespräch führen. Echt? Ja, aber ich glaube, das kommt auch von der Stand-Up-Comedy. So, weil du da lernen musst. Du musst ja lernen, über eine Stunde durchzusprechen. Da gibt es ja auch keine Cuts. Stimmt. Ja, und deswegen, ich finde es auch... Ich finde es dann gut, dass du immer testest. Ja, ich bin halt ein Tester. Es kann auch sein, dass wir einfach hängen geblieben sind und zu faul. Nee, und das denke ich nicht. Scheißen. Nee, guck mal, deswegen... Also die Leute müssen sich entscheiden. Stell dir vor, Animus wäre bei Jane Arian Podcast. 1000 Cuts und 1000 Folgen. Das wäre der absolute Super-GAU, Alter. Das wäre das Schlimmste. Chernobyl. Das ist das Schlimmste, was passiert. Boah. Ja. Yo. Dann wäre jeder Satz so, hey, ah, ja, wir sind, ne? Oh, okay, das ciao. War's, ciao. So, kommt nichts. Ey, krass. Weißt du, was ich glaube? Also ich finde, du musst dich als Zuschauer oder Zuhörer, denke ich, das ist nur meine Meinung, was ich denke, musst du dich entscheiden für einen Podcast. Du musst dich entscheiden, wenn ich Nizar und Cheyenne höre, möchte ich gerne einen authentischen Podcast hören, mit allem drum und dran. Du kannst nicht sagen, ja, die Jungs sind mir sehr authentisch, aber das und das und das, das da finde ich, die müssen nicht authentisch sein. Verstehst du, was ich meine? Ja, du drückst dich falsch aus, aber ich weiß, was du meinst. Ja, das ist ja der Style. Ja, man sollte uns so nehmen, wie wir sind. Genau. Aber da widerspreche ich dir. Weißt du, warum? Warum? Wenn wir schon so echt sind, nichts rausschneiden, das, dann kann ich auch im Podcast essen. Ja, aber jemand, wenn ihn das stört, hat er doch das Recht, das zu sagen. Ja, er hat Recht, das zu sagen, aber er hat nicht das Recht, das zu ändern. Na, genau. Das meine ich. Komm, ich guck mal, jeder hat das Recht, was zu sagen. Ja, guck mal, zum Beispiel bei mir. Ich bin ja ein Jean-Claude Van Damme-Fan. Ja. Das habe ich nie hier erwähnt. So. Und... stell dir vor, der wird jetzt sagen, ja, du musst alle meine Filme geil finden. Wenn er einen Film dreht, der mir nicht gefällt, sage ich das nicht. Das war ein Scheißfilm. Genau. Aber ich gehe nicht zu ihm hin und sage, dreh nie wieder so einen Film. Den Film gucke ich nicht. Genau. Aber ich bleibe trotzdem sein Fan. Genau, danke. Ich hate ihn nicht. Darauf wollte ich hinaus. Ich sage nur, dieser Film ist Rotz, gefällt mir und das nicht. Das ist normal. Ja? Mir gefällt ja auch nicht jeder Film von Denzel. Ja, ist ja normal. Wir haben auch 7000 Folgen. Ja. Da ist ohne Ende Müll dabei. Aber unser Müll ist immer noch besser als das Krasseste von den anderen. Das, das haben wir herausgehört aus den Analytics. Geil, bei wie vielen Minuten sind wir? 38. Schön, sauber 38. Ja, ich war in der Schule niemals fleißig. Das weiß ich. Okay, würdest du, wenn du die Wahl hättest, ne? Obama eine Frage zu stellen. Welche Frage würdest du ihm stellen? Welchen Obama? Barack. Ja, Barack Obama. Ich würde sagen, wie sieht's aus mit den Analytics? Nee. Obama eine Frage stellen. Nur eine. Ja, ich weiß, was ich ihn fragen würde. Weiß ich gar nicht. Du, irgendwas würdest du den fragen? Ja, ich weiß, was ich den fragen würde. Was? Ich würde sagen, warum der so ein unstylischer Schwarzer ist. Warum? Der ist stylisch. Für den Schwarzen ist der sehr unstylisch. Wo der im Weißen Haus ist, wo dann Ding kommt, Johnny, wie heißt der? BB King? Der geht so auf die ganze Zeit. BB King, wie heißt der? Ja, der ist der Style. Guck, so musst du auf die Bühne kommen. Nein, das... Boah. Was würdest du Osama Bin Laden für eine Frage stellen, wenn du könntest? Ich würde ihn fragen, woher kommt dein Hass? Hass auf was? Allgemein. Gut. Ich würde ihn fragen, ob er noch Geld von Twitch kriegt. So. Das hat sich gerade im Kopf, Alter. So. Was würdest du Putin fragen, wenn du ihn fragen könntest, eine Frage stellen könntest?
Da weiß ich auch, was ich fragen würde. Ich würde fragen, wie lange hast du für dein Judo-Schwarzgurt gebraucht? Das ist ja Schwarzgurt im Judo, ne? Mhm. Eins gegen eins, klatscht alle Präsidenten weg. Was würdest du Putin fragen? Weiß ich nicht. Ne? Okay, wenn du Cristiano Ronaldo eine Frage stellen könntest, was würdest du ihn fragen? Eine Frage hast du. Das ist immer schwer. Das ist schwer, weißt du warum? Weil ich habe im Kopf, was kann ich für eine Frage stellen, die mich im Leben weiterbringen könnte? Dass ich einen Putin, einen Ronaldo, einen Obama fragen könnte. Du willst ja nur die beschissenste Frage stellen, dass der irgendwie sich schämt und sagt, was für ein Dummkopf. Ja! Ja, und das ist der Unterschied zwischen uns. Deswegen fällt dir auch immer mehr. Ich kann ja auch Cristiano Ronaldo fragen, nee, wie kommst du auf Sü? Ja, aber guck mal, stell dir vor, Barack Obama, der ja so ein geiles Image hat. Der Barack? Ja, der Barack. Der hat ja so ein Image. So, ja. Das natürlich auf Lügen aufgebaut ist. Und jeder, der ihn sieht, feiert ihn und respektiert. So, stell dir vor, ich treffe ihn. Er rechnet ja gar nicht damit. Er denkt, ich bin so voll. Und dann sage ich zu ihm, ey, wieso bist du so unstylisch für einen Schwarzen? Ich habe nur diese Frage. Der wird gar nicht damit. Ach so, ich habe Malcolm X geguckt. Hast du mir erzählt? Hab ich dir erzählt schon? Ja. Geil, ne? Geiler Film. Brutaler Film. Ja. Und der Außer, dass Denzel Washington da noch diese andere Stimme hat. Ja, das hat mich übertrieben abgefuckt. Hab ich mir schon gedacht, ich wollte das damals schon sagen, das wird dich richtig Das habe ich direkt gesagt, ey, Reda. Ja. Ich hab zu Reda direkt gesagt, ey, der hat eine andere Stimme. Ja. Der hat die Stimme von Ding, von Wesley, oder? Ja, von Wesley. Hat der die Stimme von Wesley Snipes? Warte. Oder Eddie Murphy. Nein, nein, nicht. Nee, der hat die Stimme von Eddie Murphy. Ja, ne? Bei Malcolm X, ja. Stimme von Eddie Murphy, glaube ich, ja. Und ich finde, der Film, obwohl der 3,5 Stunden geht, ja, hat sich nicht wie 3,5 Stunden angefühlt. Nein, ist ein super Film. Wenn du eine Frage Michael Jackson stellen könntest, welche würdest du ihm stellen? Michael? Ja, eine Frage. Hast du es getan oder nicht? Den Kindern? Ich brauche nicht zu fragen, ich weiß, dass er es nicht gemacht hat. Wenn du R. Kelly eine Frage stellen könntest. Hm. Ich so, gibt's Home Alone 2? Wird's irgendwo auf der Festplatte? Gibt's irgendwann Home Alone 2? Ich würde R. Kelly. Step into the crib to me tonight. Ey, dieser Song, gell? Wenn du... Wer ist der Präsident von Iran momentan? Keine Ahnung, irgend so ein Hauptschüler. Das hast du gesagt. Wenn du mir eine Frage stellen könntest, welche Frage würdest du ihm stellen? Eine tiefgründige Frage, die vielleicht was ändert. Wie können wir euch stürzen? Obwohl, das wäre eigentlich stylischer. Ja, von hier bis hier. Ja. Wenn du Prinz, wie heißt der? Prinz Harry, der Sohn von Charles? Mhm. Was würdest du ihm für eine Frage stellen? Das ist eine Frage. Den würde ich fragen, hast du Suits gesehen? Ja, Mann. Das gefällt dir, gell? Ja. So behinderte Fragen, die nix. Wenn du... Was würdest du denn Ding fragen? Wen? Stevie Wonder. Ich würde sagen, wie ist es für dich, dass du niemals in den Genuss vom Bloodsport kommen wirst? Nein, das ist nicht, das wäre so beleidigend. Stevie Wonder würde ich nicht, das ist schon so Majestät. Ich würde ihn fragen, wie ist das für dich zu wissen, dass du einer der drei besten Musikkünstler aller Zeiten bist. Was ist das für ein Gefühl? Du bist einfach der King. Was, wenn er sagt, nein, bin ich nicht. Ja, wird er auch sagen. Sag ich doch, bist du. Du hast keine Ahnung. Hast du nicht mal gesehen, wie es bei dir abgeht? Ja, hast du nicht mal gesehen, wie es bei dir abgeht? Was würdest du Ding fragen? Wesley Snipes, aber wenn er als Blade angezogen ist. Ich würde ihn fragen, warum hast du Halle Berry geschlagen? Das würde ich ihn echt fragen. Hat er echt? Ja, der war mit ihr zusammen, hat sie misshandelt. Echt? Oh, das hat wehgetan, ne? Sag, warum machst du das? Du warst im Bad-Video von Michael Jackson. Das Michaels Erbe beschmutzt. Ah, er weiß, warum er sie geschlagen hat. Vielleicht hat die so, konnte die nicht kochen oder so. Boah, das lief doch. Es war ein Scherz, meine Damen und Herren. Okay. Ich
Stell. Ich will dir ein, nee, diese Frage stelle ich dir. Okay, nicht, ich sag dir weil dann, oder du versprichst mir, dass du next sagst. Wenn und nicht antwortest. Doch, stell mir eine Frage, aber okay, ich kann nicht vernünftig antworten. Nein, du sollst diese Frage überspringen. Die ich dir stellen will? Nein, die ich dir stellen wollte. Aber warum soll ich überspringen? Warum stellst du die dann? Ja, das wollte ich ja eigentlich gar nicht machen. Dann dachte ich, okay, ich sag's einfach und dann machst du nee, ich bin nett, ich schwöre. Nee, das ist mir zu gefährlich. Ich trau dir nicht. Ich verspreche es dir. Du versprichst es? Ja. Was würdest du Kanye West fragen? Ich würde ihn fragen, wie es seinen Kindern geht. Okay, alles klar. Okay. Ja. Würdest du. Wie heißt diese Mannschaft, wo Ronaldo gespielt hat? Nee, wer ist diese Mannschaft aus Paris, ne? Ja. Ist deine Lieblingsmannschaft? Ja. Okay. Wenn dir der Kapitän von Paris ja. sagen würde: Guck mal, du kriegst dein Leben lang ja. Ehrenloge bei uns. Ja. Du darfst kommen, mit wem du willst. Ja. Ist umsonst. Ja. Egal, mit wem du kommst. Mhm. Aber dafür müsst du mir einen Monat jeden Tag die Füße massieren. Nee. Machst du? Nö. Jawohl. Wenn ich da spielen darf, würde ich es machen. Echt? Ja, klar. Ich stell dir vor, du hättest so eine Macht, dass sie dich einfach als Stammspieler einstellen, obwohl du gar nicht so... Ja, halt das hätte ich gemacht. Hätte ich noch andere Dinge gemacht. Ist so für dich Paris, Fußballspieler war Paris so das ultimative Level des Daseins? Ja. Und Real. Ich finde, Real und Paris haben so eine Macht, dass du wirklich zum Superstar wirst. Wenn du bei denen spielst. Ist jeder, der bei denen spielt, ein Superstar? Nein, aber viele. Und der Paris-Spieler ist der eine, den du sogar magst. Ja, der eine, dieser ja. kleine Süße, ja. dieser Bescheidene. So, in England bist du ein Superstar, aber die schlagen sich auch tot, wenn du mal wenn du mal verschießt. Also du kannst in England ja nicht danach mehr laufen. Ja. So ein Manchester. Ja, ein Manchester, genau. Okay. Du musst in England nur einen Elfmeter verschießen. Okay, jetzt habe ich aber die ultimative Frage. Ja. Du hast den Status. Mhm. Wärst du lieber Leonardo DiCaprio? Ja. Du hast diesen Status in Hollywood. Das bedeutet, die besten Drehbücher kommen erstmal immer zu dir. Junge Frauen. Junge Frauen. Immer unter bis 25. Ja. Du kriegst geile Gagen, du drehst geile Filme. Du bist ein Hollywood-Superstar, alle kennen dich. Mhm. Oder du bist ein Stammspieler bei Paris. Diese, was? Stammspieler Paris. Echt jetzt? Ja. Nein, das kannst du nicht so sehr Doch. Lieben. Weißt du warum? Ich glaube, diese... Fünfofine, was ausgeschüttet wird. Ja, 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 ja. Das hast du beim Fußball nach jedem Spiel oder ja, jedem Spiel. Ja, das stimmt, auch wenn du reinläufst bestimmt. So, erstmal als Schauspieler, du kennst den Film gar nicht, erst wenn am Ende des Tages ja. der fertig ist. Ja, aber diesen Status, den du hast. Ja, aber ich glaube, das ist so... Wenn du ein Tor schießt in der Weltmeisterschaft oder in der Champions League-Finale ja. und du hast alles entschieden und alle lieben dich, in dem Moment dieses Gefühl, das kann dir keiner geben. Du musst dir überlegen, so entweder 3 Millionen Menschen beleidigen deine Mutter gerade, weil du verschossen hast, oder 3 Millionen Menschen sagen, ey, wir lieben ihn. Ja, aber guck mal, das hat ein Schauspieler nicht, dieses, das Okay, hast du schon mal ein Kind gesehen, der sagt, ich will wie Leonardo DiCaprio werden? Nein, aber ich habe ein Kind gesehen, das sagt, ich will wie Jackie Chan sein. Das warst nur du? Ja. Und du hast es dir selber im Spiegel gesagt. Ja, okay, warte, ja, warte, das stimmt. Aber, wer wärst du lieber, Jackie Chan oder David Beckham? David Beckham. Was? Na klar. Niemals! Jackie Chan, internationaler Superstar. Alle lieben ihn. Du hast die krassesten Filme gemacht. Du bist der King. Wer ist Beckham gegenüber Jackie Chan? Jetzt erstmal. Die Kataris hätten mich dann eingekauft. Ja, na und? Jackie Chan kauft Katar selber. Nein. Jackie Chan hat sehr viel Geld. Ja, aber nicht dieses Katar-Money. Okay. Du bist Jackie Chan. Ja, aber ich kann ja niemanden schlagen, nix. Ja, sollst ja nicht, der schlägt doch auch niemanden. Ja, aber was bringt mir das, Jackie Chan zu sein? Du bist der Star, ey, du. Erstmal bin ich nur ein Star drüben. Weltweit. Bei den Asiatischen. Weltweit. Ich denke nicht, wenn Jackie Chan in Frankfurt auf der Zahl laufen ja, würde. Was ist das für ein Master? Nein, dass ihn jemand erkennen würde. Na klar. Nein, nicht viele, nur wir würden den erkennen. Jackie Chan? Bruder, weißt du, wie viele Asiaten es in Frankfurt rumlaufen? Ja. Und du weißt, wie viele rumlaufen am Tag? Ja, okay, Tag? Warte mal. Das heißt, du willst mir sagen, ja. hier, guck mal, wir haben hier, wir haben hier Zuhörer, ne? Wir haben hier Zuhörer, Zuschauer. Du willst sagen, statusmäßig, ja. Ikonenstatus, ja. ist David Beckham über Jackie Chan? Das habe ich nie gesagt. Sehr gut. Du hast gefragt, was ich sein will. Ja. Ja, aber du hast nicht gesagt, was Ikonenstatus. Nein, seine Frau hat einen vier gegen den Kopf
von David Beckham. Ja, scheiß auf die Frau, auf diese Mel C, oder wie die heißt. Das ist Victoria. Der Mel C. Ach so. Ey, Jackie Chan. Ja, was denn? Ich finde Jackie Chan nicht hübsch. Ich rede, nein, du hast deine Optik. Du bist Cheyenne. Ja. Aber du bist nur einer von denen. Aber als Cheyenne, wie aussieht. Ah. Ja, da würde ich Jackie Chan nehmen. Aha. Ja, das wollte ich hören. Also, du bist ich dachte, ich muss mich entscheiden, dass ich einer genauso aussehe wie die und genauso bin wie die. Aber vom Aussehen, ich würde auch lieber aussehen wie Jackie Chan als wie David Beckham. David Beckham sieht gut aus. Ja, aber Jackie Chan, du bist so stylisch gebaut, du bist fit. Okay, der Beckham ist auch fit. Okay, entscheid dich. Ja. Yeah. Entweder du bist von Roseanne der Mann. John Goodman. Ja. Oder Leroy Matata. Beide behindert, aber der eine ist ein Tick besser als der andere. Okay. Ja, okay, wer? Nehmen wir die zwei. Oder du bist Russell Crowe, wo der fett ist. Unhinged. Ja. Aber ich bin nur der da. Ja. Nee, dann bin ich John Goodman. Der ist gut drauf. Das ist ein geiler Typ. Lebt der noch? John Goodman, ja. Lebt John Goodman? Ja, der lebt, glaube ich. Hat ja. Er bei Blues Brothers mitgemacht, ne? Teil 2. Ja, der beste Film war. So. Jetzt noch einen. Wärst du eher Anthony Joshua? Ja. Oder Khabib Gravididov. Ich bin ich? Ja. Also ich bin ich? Ja. Ich sehe nicht aus wie er. Ich muss nicht. Nein, du siehst genauso aus wie die. Nee, dann hätte ich Joshua, junger Khabib, sieht aus wie so ein Mainzelmännchen. Der ist ja brutal hässlich. Ich mag den. Mhm. Ich bin richtig Fan von dem. Aber optisch. Joshua sieht stylisch aus. Der sieht richtig gut aus, ne? Ja, so dass man so ein bisschen Antipathien gegen hat. Okay. Jet Li. Ja, Jet Li King. Oder Steve Seagal. Sehe ich aus wie die? Oder geh weg. Ich glaube, echt jetzt. Ja, sogar Steve Seagal in seiner Prime sah scheiße aus. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Nee, dann Jet Li. Essay. Dann Jet Li. Echt? Ja. Aber Jet Li ist klein, ne? Ach, du großer Mann. Ja, Jet Li ist klein. Wir sind beide winzig. Ey, wir sind alle klein, gell? Ja. Deswegen fällt uns das nicht auf. Guck mal, Fasan, Reda, du, ich. Du liest, glaube ich, der Größte, ne? Ja, und der ist schon klein. Und der ist auch breit. Ja, der ist ein richtiger Fettsack. Sieht aus wie Elliot, dieser Zeichentrickdrache. Kenn ich nicht. Warum guckst du immer so, dass man das kennen muss? Nur weil du alles kennst. Sorry, Marvel-Erfinder, der diese 90-210 Beverly Hills gemacht hat. Der hat einfach zwei Leute. Das ist doch der gleiche, oder nicht? Nicht? Deine ist Spelling, glaube ich, heißt er mit Nachnamen. Aaron Spelling. Aaron Spelling, der andere ist Stan Lee. Ach so. Stan Lee ist Asiate? Nein. Also wie Spike Lee? Ja. Bruce Lee, Jet Lee. Khabib. Khabib ist echt hässlich, der Arme, ne? Nee, finde ich gar nicht. Nee? Ja, der ist jetzt nicht hässlich. Ich habe übertrieben, aber der sieht jetzt nicht, der sieht nicht gut aus wie ein Anthony Joshua. Der ist so wie ein Tyson Fury. Ein stylischer aber Tyson Fury macht seinen Charakter wieder so sympathisch. Ja, der ist super, ist ein geiler Typ. Singt viel, tanzt viel. Gypsies sind doch alle so. Die mögen Musik. Die mögen Musik. Wie so Autisten Delfine mögen. Ey, wie heißt dieser Typ? Wenn ich diese Kraft hätte, hätte ich ihn umgenockt. Die mit der Sonnenbrille gegen Tyson gekämpft hat. Boah, der war so unsympathisch. So ein Arschloch war das. Ach, Deontay Wilder. Hängengebliebener Typ. Hängen geblieben. Okay, entscheid dich. Michael Jordan oder Dennis Rodman. Aber Dennis Rodman hat einen Film mit Van Damme gedreht. Deswegen ja. Double Team. Nee, ich wäre trotzdem Jordan. Jordan, dann bist du der King von allem. Aber du hättest mit Dennis Rodman, du hättest mit Jean-Claude Van Damme einen Film. Wenn du Dennis Rodman wärst. Aber du wärst dann so ein Vercrackter, so mit blonden und pinken Haaren und so ein Piercing. Ja. Was alles natürlich zu deiner Ding passt. Ja, zwei der Welt. Schaut auf zwei Charakter. Diese großen Ohrringe und so. Nein, Michael Jordan. Du würdest nicht Dennis Rodman nehmen? Nein. Der ist.
Der hat doch geheiratet in so einem Hochzeitskleid, wie eine Frau. Ist nicht dein Ernst? Doch. Ist der verrückt? Der ist schon ein bisschen verrückt. Okay. Wenn du ein Tier sein könntest, wärst du lieber ein Gepard oder ein Nilpferd? Gepard. Warum? Weil ich schnell bin. Aber als Nilpferd, du bist so entspannt. Ja, wie viel soll ich denn noch entspannt sein? Ja, du bist so, wie du in echt bist. Ja, aber was bringt mir das? Ja, ne? Findest du Nilpferde süß? Ich würde gerne mal so eins, ich würde gerne so kuscheln mit so einem Nilpferd. So ein Nilpferd ist 8 Meter groß. Ja und? Aber die sind so süß. Die Babys auch von denen. Boah, das Baby kann ja einfach die Hand abhacken. Nein. Doch, die haben so eine Beißkraft. Ja, aber das wenden die nicht an. Warum? Guck mal, ich habe doch mal im Zoo gearbeitet. Und ich kenne mich doch aus, wie du so... Was hast du denn da gemacht? Ich? Ja. Ich habe Nilpferde dressiert. Das macht man im Zoo nicht. Doch. Nee. Doch. Man dressiert nicht. Weil willst du das wissen? Hab ich im Zoo gearbeitet oder du? Ja, aber das weiß man vom Zoo. Das weißt du nicht. Ich habe doch da gearbeitet. Okay, wann war das? 88. Gab's da schon Zoos? Nee. Also der Zoo wird er nie sah. Ja, aber ich habe nicht lange da gearbeitet. Wie lang? 9 Monate. Warum? Warum was? War der Affe dann schwanger? Ja, der Affe. Nee, ich hab echt gearbeitet. 9 Monate. Glaube ich nicht. Warum? Weil du absolut gegen Zoos bist. Ja, ich habe ja meine Meinung geändert, nachdem ich da gearbeitet habe. Da habe ich erst das Leid gesehen. Der Tiere. Ey, Bruder, wie kann man so viel Stuss reden? Ne? Nein! Geh krank! Nein! Ich wurde. Was sagst du irgendwann deine Kinder? Was sag ich denen? Sagst du irgendwann so eher, du bist nicht von deiner Mutter und lachst? Ja. Das machst du nicht. Doch, ist doch geil. Willst du deinen Kindern erzählen, dass du über 35 Jobs hattest? Wirst du die sehen, was harte Arbeit ist. Ich hab mich hochgearbeitet. Erzählst du denen auch, dass du irisch bist? Ich bin ja nicht ganzer Ire. Ja, aber irische Wurzeln. Ja, ich habe ein bisschen Ire in mir. Das wirst du deinen Kindern erzählen? Ja, aber ist die Wahrheit. Die müssen doch wissen, wo die herkommen. Den Stammbaum zurückverfolgen. Okay, was, wenn die das machen? Guck mal, nur weil du dir zu fein bist im Zoo. Du hättest nicht gearbeitet, das war anstrengend. Ich unterstütze sowas nicht. Ja, ich auch nicht, aber da war ich ja noch jung. Wie alt warst du denn da? 19. Das heißt, du bist 69 geboren? Ich möchte mein Geburtsjahr nicht verraten. Oder hast du dich im Jahr geirrt? Okay? Nein. 69 geboren. Das heißt, als Motown released hat, bist du geboren. Also beim Bad Album warst du 14. Ich habe im Zoo gearbeitet. Ja, ja. Das glaubt dir echt jetzt keiner. Doch. Nee. Ja, okay, sag mal 3 Attribute eines Zoowärters. Pünktlichkeit. Stets interessiert. Nein, ehrlich. Ich habe sogar den Nilpferd einen Namen gegeben. Wie ist die denn? Aus Datenschutzgründen kann ich das jetzt hier nicht sagen. Das Datenschutzgründe. Ey, bei 4 Minuten, ich will mir den Schwachsinn nicht machen. Was? Guck mal, der respektiert einfach meine Vergangenheit. Ich, ja, weil die gelogen ist. Warum verurteilst du mich meine Vergangenheit? Wie viel? 58 Minuten reicht doch. Ja, okay. Ich will dir mal noch was sagen. Was? Guck mal. Boah. Nein, ernsthaft. Als ich damals jeden Morgen aufgestanden bin. Ne? Ja. In die unschuldigen Augen dieser Nilpferdbabys geschaut hat. Hast du was gesehen? Ja. Es hat mein Herz berührt. Mhm. So, es hat was ausgelöst in mir. Und was? Liebe. Weil diese Tiere unschuldig sind. Das war interessant. Guck mal, wenn du sagst, ich habe beim ZDF gearbeitet, sag ich, das stimmt nicht. Ja, aber das ist ja nicht so weit her. Was ist nicht so weit her? Ich stell mal vor, ich würde dir jetzt einfach sagen, ja, dass ich im NASA-Testzentrum ja den Boden wische. Ja. Dann würdest du sagen, ja, ist okay. Klar, ich glaube meinen Freunden. So, wenn ich aber jetzt vertraue meinen Freunden. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe das NASA-Ausbildungscamp hinter mir. Ja, aber das ist doch was anderes wie Bruder. Ich habe doch nur mit Nilpferden gearbeitet. Ich habe sauber gemacht. Und ja, aber die Geschichten, man kennt sich ja ein bisschen. Ja.
Wie oft haben wir zusammen im Bett gelegen, haben einfach über die Welt philosophiert. Ja. Warum hast du nicht gesagt, ey, Schein, weißt du noch, ich muss ja irgendwas was sagen, ich habe mal in Zoo gearbeitet. Ja, aber guck mal, wie oft erzähle ich was hier unten und du sagst, ey, das wusste ich nicht. Wöchentlich. Ja, aber das ist heißt, ja realistisch. Das heißt, es kommen immer neue Stories. Auch, dass du mit, keine Ahnung, Papa Bär Streit hast. Nein, wirklich. Okay, was, wenn ich die Bilder zeige? Von meiner Arbeit als Nilpferd-Dompteur. Guck mal. Ja. So wie ich unsere Fans kenne oder Supporter, werden die jetzt so ein Bild machen, du als so, und dann wirst du mir irgendeins was realistisch ausschicken. Ja. Das aber, ich weiß ja, wie das schon abläuft. Nein. Okay, ich zeig dir nächstes Mal, wenn wir ein Nilpferd begegnen sollten in der Stadt, wie ich mit denen umgehen kann. Das heißt, die hören auf dich? Ja. Es gibt so bestimmte Signale, die du senden kannst, darauf reagieren. Sag mal so ein Beispiel. Ja, das muss ich vorführen. Das macht so keinen Sinn. Rieda glaubt dir kein Wort, ne? Ja, guck mal, Rieda, ja, weil du ihm suggerierst, ja, dass ich Blödsinn erzähle. Das glaubt dir kein Mensch. Also Zoo, echt, ihre kann man irgendwo noch glauben. Zoo-Wärter? Ja, aber nur fürs Nilpferdgehege. Okay. Weil wir werden eingeteilt. Was essen denn Nilpferd? Kürbisse, Melonen. Ja? Okay. Musstest du sie vorher schneiden? Nein, kannst du so in den Mund legen, die zerquetschen, das schlucken das runter. Wie oft muss man denn ein Nilpferd füttern? Die essen schon viel. Wie lange schläft denn ein Nilpferd? Unterschiedlich, je nach Art. Ey, man hat mich damals den Nilpferdflüsterer genannt. Okay. Wie erkennt man ein weibliches Nilpferd und einen männlichen? So unten anfassen. Wie viele Kinder macht ein Nilpferd bei einem Wurf? Kommt drauf an, ob es ein libanesen Nilpferd ist oder so. Normal. Ey, der ist krank, gell? Ja. Ja. Der ist krank, ja? Das ist noch eine Blazy. Ah, ja. Sehe ich erst jetzt? Ja. Aber so eine alte. Ah, sicher. So, meine Damen und Herren. Wenn ihr glaubt, dass Nisa wirklich in einem Zoo, wie hieß denn das Zoo, der Zoo überhaupt? Das war ein Zoo. Ja, wie hieß denn der? Das war der Neuwieder-Zoo. Da gibt's gar kein Zoo. Doch, der wurde aber abgerissen. Der wurde abgerissen, den gibt's nicht mehr. Wegen mangelnder Hygiene und Tierschutzvereinigungen. Wenn ihr glaubt, dass Nisa ein Nilpferdflüsterer ist, was ist das für ein ehrenloser Job? Und ihr glaubt, dass er wirklich im Zoo gearbeitet hat, dann kommentiert bitte. Folgt ihm auf Instagram und stellt ihn Fragen. Ja. Stellt ihn Fragen? Ja, so, guck mal, die können mich testen mit einem Nilpferd-Experte, so mit mir reden. Okay. Wenn ihr einen Nilpferd-Experte. Wenn es einen gibt, gell, ich beleidige den. Das gibt es. Warum soll es einen Nilpferd-Experten geben? Ja, weil mit Nilpferden, die sind doch auch Lebewesen. Ja, aber es musst du keinen Experte dafür geben. Doch. Zwei Zähne, Melone rein, raus. Fertig. Ihr könnt gerne vorbeikommen, auch ein Tierexperte. Oder, aber kommt jetzt nicht mit Schlangen oder Spinnen oder so. Das würde ich hier niemals zulassen. Ja. Yeah. Niemals. Folgt ihn gerne auf Instagram. Und ja, wir müssen uns hart überlegen, diesen Podcast noch weiter aufrecht zu halten und versuchen, nach vorne zu bringen. Ja. Yeah. Aber es ist schön. 5 Schritte zurück, 1 Schritt nach vorne. Genau. Irgendwann geht die Rechnung auf. Macht's gut, mein wunderbarer Partner Nisa. Ich bin demnächst in Wesel, in Bielefeld, in Mainz, in Liss und in Zürich. www.nisa.tv. Kauft euch Tickets, ihr geilen Säue. Dann erzähle ich einige Lach- und Sachgeschichten aus meiner Nilpferdzeit. Ciao. Ciao.